So, wie versprochen, gibt es heute noch einen Kill-Auftrag, glaube ich, stehen noch an, und dann suchen wir uns den nächsten Sendemasten, um ihn freizuschalten, um die Kartenansicht zu erweitern. Und was ich mir auch vorgenommen habe, ich werde mir heute ein paar Karten kaufen, die uns zeigen, wo auf der Map was zu finden ist. So, schauen wir gleich mal hier in den Waffenautomaten rein und werden wir unsere Waffen aufstocken, Munition kaufen, jawohl. Da habe ich ein bisschen was verkaufen, was ich da so gefunden habe. Aber da sammelt sich einfach alles zusammen. So. Und dann, wo ist denn das? Wo kann man das kaufen, diese Karten? Und zwar da ist es. Beutekarten für Beta. Ich weiß nicht, was für Gegend brauche ich eigentlich? Objekte und Beute. Jetzt habe ich in Kohle. Kohle habe ich genug. Das kaufen wir, und das kaufen wir auch, weil es wurscht ist. Ja, und dann geht's raus. So, der Hallo? obligatorische Bitte? Telefonanruf Ich habe wieder. oft versucht, dich. Und dann blicken wir auf die Karte. Und dann sehen wir, dass wir. Wo sind wir denn? Da sind wir. Da gibt es noch einen Hirschjagdauftrag. Killed haben wir schon alles, da gibt es ein paar Relikte. Ja, wenn wir jetzt auf dem Weg sind, also wir müssen ja. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Moment. Moment, da, wo müssen wir denn überhaupt hin? Was ist passiert? Bas hat mich geschnappt. Ich konnte mit Lisa fliehen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug, um sie ich zu befreien. Zu dieser, Du brauchst Citroen, mehr wie Kraft heißt, im oder? Kampf gegen Bas. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra, du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Ja, so Citra muss ich gehen. Ja, wo ist die jetzt? Der Tempel ist im Dschungel. Wo ist der Dschungel? Hallo? Man gebe mir einen Dschungel. Was ist denn da eigentlich? Was ist denn das jetzt? Messer werfen. Da schon her. Hab noch nicht gesehen. Die Sniper-Mission, ja, die war eher peinlicher als sonst irgendwas. Ja, wo im Dschungel ist die? Hallo? Bin ich jetzt doof? Wurscht. So, was ich sowieso machen muss. Jetzt werden wir uns mal anschauen. Da, da mal schnell eine Schnellreise in die Richtung. Dann werden wir diesen einen Hirschen, da, also Hirsch, diese Tierjagd erledigen, dass das abgehakt ist. Messer werfen wir auch Kring probieren. Und dann werden wir eben schauen, wo ich zu dieser Citra komme. Ich weiß der Meinung, dass ich da immer nach rechts rüber muss. Den Turm da freischalten und dann eben ja irgendwie und irgendwas, aber schaut nicht so aus. So. Jetzt bin ich da in meinem Dorf, glaube ich, oder? Ja. So, wo war jetzt diese Jagdaktion da oben? Da gehen wir mal zum Messer werfen, schauen mal, wie das geht. Ob das überhaupt funktioniert, da ist es der. Mach deinen Einsatz. Du bekommst 5 Messer und ich bekomme 5 Messer. Ich werfe aufs Ziel und du wirst. Machst du mehr Punkte als ich, gewinnst du. So, das ist schon mal 25, okay. Wie geht das? Schauen wir mal. Was muss ich jetzt machen? Okay. Oh, so knapp. So knapp, was heißt das? So knapp ist ein Meter. Ich kann das, das ist. So, pass auf, wie überspringen wir da? War schon wieder. Dann wenigstens 5 Punkte. Okay, das wird eher eine peinliche Sache werden da. Ja, ist auch so ein Spiel, was man, ja, zwar ganz nett, aber so richtig was bringen tut es ja nicht, oder? Da muss ich auf den kleinen grünen Bereich genau kommen, da bei dieser Skala da unten. Okay, das lassen wir, erledigt. Nix für mich. Rückspiel? Nix. Interessiert mich genau überhaupt nicht. Was ist denn da? Wir haben gesucht. Was, wenn Sie...
Er trägt die Tätowierungen der Rakihat. Er wird uns helfen. Was ist denn? Mein Liebling, mein Juwel. Wie konnte sie das nur tun? Wegen einem Jungen? Einer, lass mich reden. Hör, meine Tochter Nadia und ein Freund sind fort. Sie wollen sich umbringen. Oh. Sie sind jung, närrisch. Sie denken, das Leben wird niemals besser. Also gingen sie. Bitte, finde Nadia, bring sie zurück. Sie ist jung. Wir suchten überall. Nein, nicht überall. Wir waren nicht am Biharok. Bitte, Herr, kannst du nicht? Du wirst schneller sein. Biharok, wo wird das wieder sein? Ah, da, okay. Dann laufen wir einfach mal hin, oder? Was es auch immer dort zu finden gibt. Das Töchterchen. Vor allem, wenn ich schnell einfach durchs Wasser durchlaufe. Ja, schon wahrscheinlich, gell? Und. Hepp! Oh, los! Jetzt hat er geschossen. So, jetzt muss ich irgendwo finden, da, oder wie? Irgendwas wäre echt scheiße. Ist sie das? Hallo? Kiaora. Schaut denn so aus? Ist sie das jetzt oder nicht? Nö, mit der kann ich nichts tun. Okay, dann muss ich mal weitersuchen. Wo könnten die noch sein? Wo ist die Map dann aus? Das ist halt der markierte Bereich. Dann schauen wir da rauf am Hügel. Da ist aber nichts. Ah, die Kommandos muss ich vielleicht mal killen, oder? Oh, gib mir mal C. Befrei das Gebiet von aggressiven Tieren. Achso, das ist noch meine Aufgabe. Na dann, machen wir das doch glatt, oder? Kaum geweckt da. So, Gebiet ist befreit, jetzt können wir uns doch mal um sie kümmern, oder? Ah, jetzt geht es schon. Bist du verletzt? Weiter so. Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen. Aber als wir hier ankamen, redete er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er wollte mich erschießen. Wie bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause, deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Das. Na bitte. Ist auch erledigt. Schauen wir, was es hier zu finden gibt noch. War da nicht irgendwo ein Komodo, ein roter? Nö, hat das ausgeschaut, oder? Auch alles ein ganz normales, ganz normale Komodo-Warane. Die Frage ist noch immer, was mit der Citra da jetzt los ist, wo ich die finde. Schauen wir mal auf die Karte. So, da ist ein Shop, da ist der Herrensitz. Dschungel. Ja. Ah, was ist denn das? Da ist die Citra. Das heißt, ich muss in diese Richtung. Das wiederum bedeutet, ich werde mal. Ich muss da mal den Außenposten mal einnehmen. Das soll mir das erste werden.
Und um dorthin zu kommen, beamen wir uns mal. So, das mit dem Auto runter. Wo bin ich denn gerade? Da bin ich. Na, wisst ihr was? Ich werde da am Berg raufgehen und mit dem Drachen fliegen. Das ist eine Idee. Die Frage, was der Berg war, das war das der da? Wo es den Drachen gibt? Jo. Jo, eine nette Wanderung hier am Hügel rauf. Dippel, dippel, dippel. Mit Citras Hilfe werden die Piraten. Bis euch. Was gibt's da? Gar nichts. Mein Bruder? So, jetzt bin ich da heroben und dann ist da irgendwo der Drache. Wo ist er? Da ist er. Mitten im Gebüsch steht einer rum. Wer hat ihn da hergestellt? So, große Frage. Ich muss in welche Richtung muss ich? Nach links muss ich. So, kann man rüberdrehen da. Das ist immer nett mit dem Drachen. Da kann man eine ordentliche Strecke zurücklegen und ja, lässt sich recht gut steuern. Geht recht simpel. Oh, man sieht schon die Gegend da von oben. Ja, da vorne ist auch schon ein Funkmast, den ich übernehmen will. Muss, soll. So, oh, jetzt ist es ein bisschen blöd hier mit den Bäumen. Oh, oh, oh. Ah, da fliegen wir durch, sehr gut. Ah, schön gelandet wenigstens. Müssen wir hier ein bisschen abhauen, weil ich mir vor, waren das Feinde? Natürlich waren das Feinde, oder? Nö. So, mal gucken, ob es hier auch irgendwas gibt. Wenn, bin aber nicht weit gekommen. Ich hätte gedacht, ich bin da wesentlich weiter. Prüfung der Rakyat. Nein, interessiert mich nicht, aber ja, irgendwie wäre es nett, die Relikte gleich mitzunehmen, oder? Hier, aber das Auto schnapp ich mir da. Wo ist denn das? Wo steht das Auto? Irgendwo? Ja. Ja genau, wollte gerade sagen, rutsch rüber. Jetzt müssen wir nur schauen, welche Straße, das ist die Hauptstraße da. Die Hauptstraße entlang, bei der nächsten Kreuzung rechts und dann einfach entlang fahren. Aber wisst ihr was? Dieses Relikt nehmen wir schon mit. Ha? Nein, nix. Pfeif drauf. So. Büffel. Weg mit dir. Was ist das? Links oder rechts? Na, rechts muss ich rüber, ne? Habe ich gesagt. Nee, klar. Ich bin wieder verfahren. So hat der blödes Büffel, die da fahren. Da muss ich rüber, genau. Haben wir hier auch eine Autobahn-Vignette braucht, so wie bei uns in Österreich? Ah ja, genau, da ist dieses das große Camp, was ich ganz am Anfang mal gesprengt habe. So, was ich übernommen habe. So, ich glaube, wir müssen einfach immer dieser Hauptstraße entlang fahren. Da, 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 da. Oh, oh, pass auf, den Fall. Da wollte ich jetzt niederfahren, hat auch nicht geklappt, schade. So, mal kurz mal einen Blick auf die Karte riskieren. Wo sind wir denn da jetzt schon? Kurz davor, okay. Oh, da sind auch jede Menge Feinde. Hexe weg. So, wir sind jetzt im Fremdgebiet. Jetzt werden wir aussteigen da, oder? Geht zur Citra, aber da irgendwo ist ein Camp und das werden wir zuerst einmal übernehmen. Das Camp übernehmen und dann den Masten freischalten. Komm auf die Karte, wo sind wir? Genau, da muss ich, was ist denn das eigentlich? Tempeltorweg, okay. Klippenaussichtspunkt und da ist der Mast. Ah, das passt hier gut. Hm, da geht es überall immer zur Sache, das finde ich ganz nett. Ah ja, das haben wir mal.
So, dann müssen wir wegsnipen, ha? Das mal weg. Das ist auch weg. Oh, einen Fähigkeitspunkt erhalten. Können wir gucken. Falsch geguckt, ich muss da gucken. Ja, einen Punkt habe ich zwar, aber ich kann nichts freischalten. Das ist mein Problem. Habe ich doch schon alles. Takedown und verstecken, ja, das kann ich eh schon. Das kann ich auch. Ja, gut, dann habe ich halt nichts. Wieso denn hier zwei herum? Naja, was soll's? Rostiges Universalmesser, na toll. Ist von MacGyver. Was liegt denn? Oh, da liegen Kisten rum, die nehmen wir auch gleich mit, jawohl. Okay, was der mit hat. Sammeln wir wieder ganz flott jede Menge Geld zusammen. So, aber jetzt geht es mal wieder ins Gebüsch da. Und dann schauen wir mal, wo dieser Außenposten ist. Da ist ein Hirsch. Weg. Weg damit euch, Getier. Ja, und trotzdem ist es wieder irgendwie eine andere Gegend, gell? Also, schaut schon, da. Halb ausgetrockneter Bach und so. Ja, ist schon nett. Schauen wir mal, ob wir von hier schon was entdecken, aber wahrscheinlich ist es noch zu weit weg, oder? Ah, nein, da oben haben wir schon zwei. Kurz auf die Karte. Achso, ja, auf die Karte blicken ist ja schön gut, aber wir sehen ja noch nichts. Vielleicht wäre die Überlegung, vorher den Turm zu aktivieren. Nein, nichts. Das machen wir jetzt so. Zuerst den Turm, dass wir jetzt ein bisschen einen Posten da haben, wo wir dann mit der Schnellreise hin können. So, wo sind wir? Gibt es eine Straße? Nö. Gut, Gebüsch ist super. Halt. Gebüsch ist super. Da habe ich wieder einen Bär, das ist super. Den holen wir uns. Ah, was habe ich jetzt gerade gedrückt? Verdammt. Komm, jetzt nimm die Sniper. Das Tor ist offen. Komm, jetzt hüpf rauf und frisst sie zusammen da. Ah, verdammt, das wird nix, schade. Der fliegt lässig. Ah, der Bär ist schon down. Raskin leider sehr schnell. War das hinter mir auch irgendwas? So. Da ist doch irgendwo einer. Wo wird der sein? Ah. Oh, da latscht er. Dann markieren wir uns auch schnell. Ist der alleine? Ist er natürlich nicht. Da habe ich nochmal ordentlich Glück gehabt. Hier jetzt. Kein Grund zur Sorge. Ah!
gleich weg mit ihm. Hier rein ins Gebüsch. Okay, das ist halt, jetzt hat es mal wirklich was gebracht, diese Funktion. Und wann kommt Auto, verdammt. Ich frage mich, ob wir uns den auch so holen. Ah, das sind noch mehr Scheibenkleister. Aber? Ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen, oder? Die haben das gar nicht mitbekommen, glaube ich. Puh. So, der Bär hat mir nichts gebracht. Die Frage ist dann trotzdem, wie schaffe ich das mal? Ich will mal schaffen, dass es unentdeckt bleibt. Und das ist halt wirklich nicht einfach. Obwohl, jetzt schaut es, glaube ich, gut aus. Der ist mal weg. Bitte. Das ging, oder? Und ich glaube auch unentdeckt, obwohl ich es nicht mehr in den Bär gehört habe, kann das sein? Oh, 1500 Punkte. Ja, das sind unsere Leute, oder? Ja. Außenposten erobert. Das wird wieder eine C-Partie. Aber ich glaube, das erste Mal wirklich total unentdeckt. Das freut. Habe ich auch noch irgendwann erwischt, aber auch einer, jawohl. So, dann schauen wir uns noch an, wo ist der Masten? Der ist ja nicht so weit weg gewesen von da. Da ist er. Jetzt geht's los. Gute Arbeit. Aber es ist immer noch mehr zu tun. Wirf einen Blick auf die Ausgangskarte. Ja, wissen wir schon. Muss man aufpassen, weil da waren ja vorhin die Gegner irgendwo. So, nehmen wir da, okay. Dann rauf auf den Hügel und den Masten übernehmen. Keine Gegner, da gibt es das. Das ist wirklich alles, da ist zu ruhig. Verdächtig ruhig. Oh, mein Schweinchen, okay, das haben wir wurscht. Was ist denn da? Oh, ist auch ein Schwein, hat geschlafen oder so. Ja, dann. Rauf hier. Toll ist immer mit diese Funk, die auch knarzen und knirschen. So, hepp. Komm, geht drei rauf da. Und da auch noch rauf. Und keiner der Masten ist gleich. Also, so marode auch sie sind. Wo muss ich denn da jetzt hin?
komme ich denn da rauf? Da vielleicht über. So komme ich rauf. So geht's. Ja, ganz einfach. Wo geht's jetzt weiter? Da hängt was runter. Da kann ich rauf da rappeln. Rauf klettern. Ja, der Jason, der kann das. Unser reicher Freund. Jetzt geht's noch auf. Dann noch einmal. Hoppala. Aber jetzt hat. Auch wieder eine schöne Gegend genießen, eine Aussicht über Rook Island. So, ja dann. Und klick und klack und es leuchtet grün. Und wir sehen hier eine Höhle. Hier ein eine Grabstelle, eine Inka, was der Teufel was? Oh, und hier ein Flugzeugwrack. Ein japanisches Kampfflugzeug. So, die große Frage, was ist denn da unten eigentlich los? Ein paar Schweine. Oh, und ein Drachen, das war schon mal nett, da könnte ich dann lässig runterfliegen damit. So, wohin geht das nächste Seil? Das geht da runter. Und das ist langweilig. Das ist gleich, glaube ich, im Auto. Oh, Flammenwerfer gratis im Shop. Nutzt mir nichts, den habe ich vor Kürze gekauft. Aber das ist mir auch wurscht, denn... Ja, Geld spielt ja keine Rolle. Ja, die Frage, wohin geht's jetzt? Pass auf. Ah ja, die Map ist freigeschaltet. Müssen tun wir hierher... Was ist da? Tempeltorweg. Sein tun wir hier. Also ich müsste in diese Richtung runter, aber das werde ich mit dem Drachen machen, glaube ich. Oh! Dingos! Das ist ein Dingo-Symbol. Ha? Also wenn das keins ist, dann fresse ich einen Besen. Und genau da muss ich hin. Ich brauche nämlich Dingos. Wo ist das jetzt? Das ist direkt unter mir. Denn das Dingo-Fell brauche ich, um was kann ich da freischalten? Irgendwo zum Rück... Ich glaube, den Beuterucksack vergrößern. Da brauche ich das Dingo-Fell und deshalb werden wir uns das jetzt gleich geben da. Ich hoffe halt, dass es jetzt die Dingos sind, ich meine. Hat schon so ausgeschaut. Die Frage ist natürlich, ob es wirklich so ist und wenn ja, ob ich auch welche finde. Oh, wait. Da ist. Oh, ja, da ist eine Pflanze. Gut, kein Feind, eine Pflanze. Jo. Ah, da. Sind das Dingos? Ne, das sind Schweine. Grunz, Grunz. Jo, keine Dingos. Hallo, Dingo. Guck, guck. Wuff, wuff. Klick auf die Karte. Jo, eindeutig sollten hier welche sein, wenn es wahr ist. Ist irgendwo da. Und das ist nicht ganz so genau, das ist schon klar. Man, das ist nur in etwa das Gebiet markiert, wo man sie finden könnte. Da, Dingo.
So eine schöne, schöne Gegend da. Diese Felsformation. Trotzdem. Keine Dingos. Oh doch, da. Ne, das sind Schweine, oder? Das sind nur Schweine unter Anführungszeichen. Die nutzen wir leider nichts. Schade. Haben wir gedacht, jetzt könnte ich da meinen Beuterucksack erweitern. Ja, aber von Symbolik her wäre es das schon gewesen, glaube ich. Naja. Ich mache jetzt noch einen Blick und wenn dann wirklich nichts ist, dann werde ich euch in die Pause schicken bis zum nächsten Teil. Vielleicht wäre währenddessen mal suchen, ob ich die Hunde trotzdem noch finde. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Schreibt mal wieder ein paar Kommentare rein, schreibt mal einen Kommentar, wie es euch bei Far Cry 3 geht, was ihr so gemacht habt, wo ihr gerade herumhängt, wie ihr vielleicht Dinge gelöst habt, die ich hier auf meine Art und Weise gemacht habe. So, na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer Pete Walker.